Das Ganze nahm seinen Beginn in den USA, aber nicht nur, auch in Europa. Und was mich wirklich stört, ist, letztlich bezahlen die Krise die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Rentnerinnen und Rentner, Leute, die Sozialleistungen bekommen, nur die Abzocker, die bezahlen nur. Die Zahl der Vermögensmillionäre während der Krise hat ja nicht etwa abgenommen, sondern zugenommen. Wir hatten 720.000 Vermögensmillionäre in Deutschland, jetzt haben wir 950.000. Und müssen die einen halben Euro mehr bezahlen? Nee. Jetzt muss ich frech werden, Herr Gysi. Ja, also ich weiß, wenn ich mit jemandem von der Linken mich unterhalte, wird es sehr schnell Sie dürfen das Wort auch frech werden. Vermögensmillionär fallen und es wird das Wort Hartz-IV-Empfänger fallen. Ich habe noch gar nicht Hartz-IV-Empfänger gesagt. Sie haben es gesagt. Ich habe das gerade gesagt. Er ist der Linke. Wir haben es Zuschauer erkannt. Hören gerne, wer schuld ist. Die Politiker sagen gerne, wer schuld ist. Ja. Dürfen wir mal kurz wissenschaftlich herangehen und sagen, es gibt ja keine Schuldigen, sondern gehen wir mal lösungsorientiert an die Sache ran und stellen die Systemfrage. Vielleicht ist es okay, also es ist ja wie bei Monopoly, es ist ja darauf angelegt, dass jemand die Schlossallee hat und jemand die Badstraße. Ist es vielleicht eine Systemfrage? Sie meinen jetzt das alte Monopoly, als die Schlossstraße teuer war und die Badstraße billig. Ja. Inzwischen gibt es das Neue, da ist es umgekehrt, dass die Schlossstraße die billigste. Die wollten auch mal einen kleinen Gag starten, aber abgesehen davon... Also Wagenknecht sagt, es ist eine Systemkrise. Ich habe schon zu DDR-Zeiten gerne Monopoly gespielt. Ja. Und da merkt man, was man so für einen inneren Schweinehund hat, wie es einen freut, andere Leute pleite zu machen und so im Spiel. Naja, natürlich. Das wissen Sie, als der Staatssozialismus unterging, habe ich gesagt, so wie er war, ist er zu Recht gescheitert. Aber der Kapitalismus hat ja nicht gesiegt, er ist bloß übrig geblieben. Und nun wird er dreist, weil es ja kein Gegenüber mehr gibt. Wollen Sie nicht mehr Rücksicht nehmen. Der Sozialstaat gefällt Ihnen nicht. Da gibt es eben Zocker, die sagen, die wollen immer mehr Geld haben. Es gibt meinen Lieblingsmultimilliardär, wenn ich den mal zitieren darf, der heißt Soros. Und das ist ein eiskalter, aber guter Typ. Der ist gefragt worden, ob er wegen der Krise nicht ein schlechtes Gewissen hat. Hat er gesagt, nee. Vom Stern gefragt worden. Und dann haben die gesagt, na, aber hören Sie mal, was Sie alles angerichtet haben, haben Sie alles aufgezählt. Sagt er, stimmt alles. Aber ich habe trotzdem kein schlechtes Gewissen. Und da sagen die, warum nicht? Sagt er, weil die Politik mir das alles erlaubt hat. Der Mensch ist von Natur aus habgierig. Wenn sie es mir verboten hätten, hätte ich es ja auch nicht gemacht. Das war seine Begründung. Das heißt, es steht zum Teil die Frage, muss das Bankensystem so aussehen, wie es aussieht? Da haben Sie recht, das steht auch die Systemfrage. Und auf der anderen Seite steht die Frage, warum lässt sich die Politik das alles bieten? Warum Aber entscheidet ich will gar nicht, ich Herr Ackermann, was gehen. Wir machen? Ich will noch tiefer gehen. Also mir geht es nicht um die roten und grünen Häuschen auf dem Monopolyfeld, sondern wirklich die Spielregeln. Was haben wir denn für Spielregeln wirtschaftlich europaweit? Und was also die Marktwirtschaft hat sich insofern bewährt, als die Marktwirtschaft durch den Konkurrenzdruck eine hohe Effizienz hervorbringt, außerdem die Qualität steigert und die Preise senkt. Das stimmt. Aber die Marktwirtschaft wird ja permanent verletzt, also brauche ich Rahmenbedingungen. Das Problem ist, dass wir aus den Börsen Spielcasinos gemacht haben. Du kannst da wetten und alles Mögliche. Jetzt gibt es einen Spielcasino-Staatsvertrag zwischen allen 16 Bundesländern. Habe ich vorgeschlagen, die Börsen mit reinzunehmen. Haben sie natürlich abgelehnt, um Ihnen mal zu zeigen, wie absurd die ganzen Zustände geworden sind. Hören Sie zu, die sogenannte Realwirtschaft, die irgendwas herstellt, entscheidet nichts mehr. Die Banken entscheiden, was die zu machen haben. Das gab es früher auch im Kapitalismus nicht. Also der Kapitalismus hat sich geändert. Er ist roher geworden. Er ist brutaler geworden. Was wir in der dritten Welt anrichten, das muss man sich mal alles ansehen. Nein, das geht so nicht weiter. Und deshalb gibt es immer mehr Menschen, die sagen, nein, wir müssen was verändern. Die einen sagen, man muss den Kapitalismus überwinden. Die anderen sagen, nein, wir müssen ihn aber zumindest bändigen. Wir müssen zumindest andere Zeichen setzen. Beides ist wichtig. Sie reden von Vermögensmillionären. Das heißt, viel Geld bei wenigen und bei immer viel weniger Geld. 10% der Bevölkerung in Deutschland besitzen 3 Billionen Euro Geldvermögen. 10% der Bevölkerung in Deutschland. 2/3 besitzen gar kein Geldvermögen. Und unsere gesamten Staatsschulden vom Bund bis zur letzten Kommune betragen 2 Billionen Euro. Also selbst wenn wir mit den 10% die Schulden tauschten, hätten die immer noch 1 Billion Euro. Und es gibt keine Vermögenssteuer. Ich muss wieder darauf zurückkommen als Linker, wie es sich gehört. Das dürfen Sie. Sie können gerne... Sie können heute alle Robin Hood spielen und den Reichen mal alles wegnehmen. Aber darum geht es mir gar nicht. Mir geht's also das war wirklich noch ein Pirat. Ich stelle die Frage... Warum häufen sich denn diese Billionen bei wenigen an? Weil
der Kapitalismus nicht mehr gezähmt ist. Sie dürfen nicht vergessen, durch den Staatssozialismus, wie man den auch immer einschätzt, gab es einen Wettbewerb. Der erste Wettbewerb war, wer ist demokratischer? Der Westen oder der Osten? Den Wettbewerb hatte der Westen innerhalb von 48 Stunden gewonnen. Aber die zweite Frage war, wer ist sozialer? Und das war nicht so leicht. Und da gab es so einen berühmten Ökonomen, Kensing heißt der, und dann gab es diese soziale Marktwirtschaft, wo man gesagt hat, gut, ich mache meinen Gewinn, aber ich muss den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern immer was abgeben, ich muss dafür sorgen, dass es auch den Rentnerinnen und Rentnern gut geht, auch den Arbeitslosen soll es nicht so schlecht gehen. Das heißt, man hat lauter Kompromisse gemacht, sodass der Wettbewerb, wer sozialer ist, so ein bisschen unentschieden blieb. Und als der Staatssozialismus wegfiel, gab es keine Notwendigkeit mehr für diese Kompromisse. Mir hat ein Konservativer mal gesagt, ich sage keinen Namen dazu, hat sie mir gesagt, was haben wir denn davon, dass wir sozialer sind als Portugal? Das war seine Frage. Das heißt, es war plötzlich ein Druck diesbezüglich weg und das hat sich ausgewirkt. Und das Ganze nannte man Neoliberalismus, weil der Neoliberalismus, ist jetzt auch ganz egal der Begriff, dafür gesorgt hat, dass völlig andere Bedingungen galten. Früher zum Beispiel musste sich eine Investition mal nach 5 Jahren rechnen. Heute muss eine Investition vom Freitag sich schon am Montag rechnen, sonst fällst du bei der Bank schon unten durch. Alles absurd geworden. Wenn wir schon über Ökonomen reden, ich gehe mal weg vom Neoliberalismus von Friedman und stelle die Frage, wer hat die besseren Antworten im Moment, also von den Ökonomen her? Also ist es Marx, geht es um die Produktionsmittel oder die technischen Details des Kapitalismus, geht es um Keynes, die Geldzinstheorie, wo müssen wir suchen, wenn wir dieses System technisch optimieren wollen? Also ich glaube, dass Marx den Kapitalismus hervorragend analysiert hat, spitzenmäßig. Deshalb hat er auch so viel Anklang gefunden und so viel Bedeutung. Keynes hat geniale Lösungen für eine bestimmte Zeit gefunden, das stimmt auch. Aber es hilft einem immer nichts. Man muss beides lesen und verstehen und trotzdem eigene Antworten suchen, weil die Zeit vorangeht. Das war eine Politikerantwort. Ja, nein, das ist doch so. Das ist ja gerade meine Erfahrung. Sehen Sie mal, ich habe in meinem Leben viel Marx und Engels gelesen und dann gab es bestimmte Punkte, da hat mir das auch nicht mehr. Dann frage ich Sie jetzt, was ist jetzt zu tun? Jetzt müssten wir als erstes... Also wenn Sie Marx und Engels gelesen haben, was ist jetzt zu tun? Wir müssten als erstes die Finanzwelt entmachten, um der Realwirtschaft eine Chance zu geben. Übersetzt heißt das, wir müssten zum Beispiel... Wir machen heute Folgendes, wir geben den großen Privatbanken in Europa ein Darlehen von 1 Billion Euro, eine unvorstellbare Summe für 3 Jahre für 1% Zinsen. Dann nehmen die dieses Staatsgeld, gehen nach Spanien und sagen, ihr könnt gerne ein Darlehen bekommen, aber für 6%. Das heißt, mit einer Überweisung verdienen die Milliarden, ohne was zu tun. Und das bezahlen alles wir Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Das heißt, der erste Schritt wäre, dass ich Spanien selbst einen Kredit gebe und die Banken auslasse. Und dann sage ich allerdings zu den Spaniern, ihr müsst Steuergerechtigkeit herstellen. Wenn zwischen 1% und 6-7% sind das sind doch 6-7% Zinsen, an denen Sie mitverdienen. Ist vielleicht dieser Zinsmechanismus das Problem? Ja, der kann das Problem sein, aber solange ich Banken habe, kriege ich den ja nicht überwunden. Ich würde sagen, wenn ich denen direkt für 1% oder für 2% das Darlehen gebe und damit einen Aufbau des Landes verbinde, statt einen Abbau, was gegenwärtig die deutsche Regierung organisiert. Ja, dann fließen dort auch die Steuern, dann kriege ich auch mein Geld zurück. Dann haben die Spanier was davon und die Deutschen was davon. So schadet es den Spaniern und den Deutschen. Und das Zweite ist, dass wir die Banken dann verkleinern müssen und öffentlich-rechtlich machen. Ich habe vor Ihnen von der Linken eine unheimlich intelligente und wunderhübsche Frau interviewen dürfen, Sarah Wagenknecht, aber eine ganz andere tolle gibt es bei Ihnen, Katja Kipping, die ist jetzt da. Ich merke irgendwie, vor 2-3 Jahren war das Thema Grundeinkommen noch nicht so bei der Linken und jetzt merke ich, dass das richtig vorangeht. Wie stehen Sie zum Grundeinkommen? Also es geht um das bedingungslose Grundeinkommen. Korrekt. Die Piraten sind dafür und Katja Kipping ist auch dafür und ich bin dagegen. Teile der Grünen Landesverbände sind auch dafür. Ja. Und also bei uns sind auch Teile dafür und Teile dagegen. Letztlich ist es eine liberale Idee. Denn wenn ich ein bedingungsloses Grundeinkommen habe, brauche ich keine gesetzliche Rente mehr, ich brauche kein Arbeitslosengeld mehr, ich brauche kein Krankengeld mehr, das alles brauche ich ja nicht mehr. Die ganzen Beiträge kann ich streichen, sowohl für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als auch für die Arbeitgeber, also für die Unternehmen und so weiter. Aber es gibt ein Problem. Danke. Also, der Hufschmied, der arbeitet. Okay.
Und dann arbeitet er zunächst und stellt etwas her in dem Wert. Gibt es noch Hufschmiede? Klar, der seinem Lohn entspricht. Okay. Dann stellt er etwas her, das entspricht seinem Grundeinkommen. Dann hat er alles, was er bekommt, erarbeitet. Dann muss er aber weiterarbeiten, bekommt es aber nicht mehr bezahlt. Weil dann organisiert er den Gewinn seines Unternehmers, damit er privat gut lebt, aber auch damit er investieren kann. Dann muss er noch für die Steuern arbeiten, macht er auch noch. Und dann muss er noch arbeiten für denjenigen, der das Grundeinkommen hat und der selber keine Lust hat, arbeiten zu gehen. Und das wird er nicht akzeptieren. Das ist mein Problem damit. Also Im Rahmen der Werte. Jemand, der ein Grundeinkommen bekommt und der, obwohl er arbeitsfähig ist und jung ist, keine Lust hat zu arbeiten, schafft keinen Wert dafür. Aber er nimmt ja lauter Werte entgegen. Er hört CDs, er isst, er wohnt etc. Das will ich ja auch alles. Das Problem ist, dass das ein anderer für ihn mit erarbeiten muss. Das ist mein Problem mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Wenn jemand krank ist, wenn jemand arbeitslos ist, völlig in Ordnung. Aber bedingungslos heißt, das interessiert mich überhaupt nicht. Das ist so das Recht auf Faulheit. Sag jetzt ein Linker, wenn ich arbeite, soll nichts essen. Nein, das sage ich nicht. Wir haben den Artikel 1. Die Würde des Menschen ist immer zu achten. Deshalb bin ich auch gegen Sanktionen. Aber ich bin dagegen, dem Arbeiter zu sagen, das ist doch völlig okay, das ist so, da sind eben 10, die sind faul und du arbeitest für die mit. Na und? Kriegst du nicht bezahlt, du musst ja für die 10 arbeiten. Das fällt ihm schwer. Das muss ich doch auch verstehen, oder? Ich werde die Diskussion einfach noch eine Weile mitverfolgen. Alles klar. Aber Sie haben völlig recht, es gibt da auch zunehmend bei uns Anhänger, das will ich gar nicht beschreiben. Zum Schluss, Herr Giensi, nenne ich immer drei Begriffe und bitte um drei kurze Assoziationen. Das fällt mir sehr schwer mit den kurzen Assoziationen. Mal sehen, ob ich das hinkriege. Ja. Oskar Lafontaine. Das ist ein herausragender deutscher und europäischer Politiker. Und ich kann mich mit ihm sehr gut verstehen und ich kann mich mit ihm auch sehr gut streiten. Dietmar Bartsch. Dietmar Bartsch ist ein sehr anständiger Politiker und Organisator, der viele Seiten wirklich beherrscht und man darf auch zu ihm auf gar keinen Fall ungerecht sein. Und ich finde, dass er auch für unsere Partei inzwischen schon sehr viel getan hat und das muss man auch mal anerkennen. Dritter Begriff. Aber ich habe ihn auch schon deutlich kritisiert. Also da habe ich wieder auch keine Hemmung. Haben Sie? Ich glaube, das hatte ich nicht. Dritter Begriff. Parteifeindschaft. Ja, das ist was sehr Übliches in einer Partei. In allen Parteien. Bei Ihnen schon aber mehr hin irgendwie in der Zeit. Woran liegt das? Na, das liegt daran, dass wir früher anders waren. Eigentlich sind wir eine Partei, die Solidarität fordert. Deshalb müssen wir auch in der Lage sein, uns selbst zueinander solidarisch zu verhalten. Da hatten wir in den letzten 2 Jahren Störungen. Dann habe ich auf unserem letzten Parteitag dazu sehr deutlich gesprochen. Und ich muss Ihnen mal sagen, was mich so freut und weshalb ich so gut gelaunt bin, seitdem geht es wieder aufwärts. Es waren viele erschreckt. Sie gehen jetzt ganz anders miteinander um, in meiner Fraktion, in der Partei selbst. Es gibt so eine Aufbruchsstimmung und das gefällt mir wieder. Also ich finde, wir haben dort eine Verbesserung erreicht, das ist wichtig. Aber Sie haben natürlich recht, Leute, die sich nahe sind, können sich zum Teil überhaupt nicht leiden, das ist alles furchtbar. Und dann wird das immer kaschiert und ich hatte von dem Kaschieren die Schnauze voll. Deshalb habe ich das mal so offen angesprochen und seitdem läuft es auch besser. Jetzt kann ich auch wieder offen sagen, dass es besser läuft. Zum Schluss noch so eine ganz komische Frage. Das interessieren die Zuschauer wirklich, ja, glaube ich. Ganz komisch. Sie waren ja ganz nah mit, wenn so Spitzenpolitiker auf einmal ihre Liebe füreinander entdecken. Wie ist das, wenn man das so von der Ferne an, flirten die miteinander? Sieht man vorher da schon was? Also ich meine, Politikerinnen und Politiker können sich, wenn sie wollen, ganz gut verstellen. Aber wenn man genau hinsieht, dann sieht man, zumindest wenn man Anwalt ist. Okay. Ich danke Ihnen sehr, Herr Giensi. Bitte. Vielleicht sehen wir uns irgendwie im Herbst oder Frühjahr nächsten Jahres wieder und trinken noch einen Kaffee zusammen. Mal gucken, was passiert ist. Ja, Sie können mich auch abends mal zum Glas Wein einladen. Muss ja nicht immer Kaffee sein. Aber okay. Sie haben mir die Tee getrunken. Okay. Dankeschön, Herr Giensi. Und ich bedanke mich auch bei euch, meine lieben Abonnenten. Und es war das letzte Video vor der Sommerpause. In der Sommerpause geht es tatsächlich noch weiter mit meinen Urlaubsvideos auf diesem Kanal und wir sehen uns mit den Interviews wieder ab September. Einen schönen August wünsche ich euch allen. Bis zum nächsten Mal.